Ich werde die Stunde der Wahrheit in Ihrem Werdegang sehr aufmerksam verfolgen. Ich denke gar nicht daran, aus der Bundespolitik auszuscheiden. Der Ministerpräsident eines großen Landes, des größten Flächenstaates, des an Bevölkerung des zweitstärksten Staates, spielt doch in der Bundespolitik auch über das Bundesorgan, Bundesverfassungsorgan, Bundesrat doch eine wesentliche Rolle als Parteivorsitzender natürlich ebenfalls. Darüber gibt es nicht den geringsten Zweifel. Aber man rätselt so viel über den Zuzug der FDP. Ich habe meine ganz bestimmte Meinung, aber die heute zu verkünden, wäre viel zu früh. Die FDP. Und hier ist die FDP verpflichtet, das nunmehr wahrzumachen, was sie im Wahlkampf zur Gewinnung dieser Wähler verkündet hat, den Marsch in den Sozialismus zu stoppen. Das war dann nicht mir allein. Herr Lambsdorff ist da rumgegangen. Gegen den Gewerkschaftsstaat, gegen den SPD-Staat, gegen den Marsch in den Sozialismus. Genau. Jetzt werden Sie beweisen müssen, wohin die Reise geht. Und wir werden Ihnen helfen oder Ihnen uns in den Weg stellen.